Thomas F. hat vor 29 Jahren erfahren, dass er sich mit HIV infiziert hat. Da war er Mitte 20. Das war zu einer Zeit, als die Krankheit noch unerforscht war und die Angst davor an Hysterie grenzte. Das war ja damals ein Todesurteil quasi, ne? Die Welt ist völlig zusammengebrochen für mich, ne? Ich habe damals in einem kleinen Dorf gewohnt. Von HIV oder AIDS hat da damals niemand was gewusst. Viele Leute haben sich von mir abgewandt und ich erinnere mich an eine Situation. Meine Mutter, die ging einkaufen und im Supermarkt sind plötzlich die Stimmen verstummt, als sie reinkam und dieses Getuschel hintenrum. Ja, das war halt früher eine ganz andere Zeit. Wie lebt es sich heute mit HIV? Heutzutage kann Thomas F. mit HIV sehr gut leben. Eine Tablette pro Tag und das Virus wird daran gehindert, sich in seinem Körper zu verbreiten. Durch die Medikamente ist das Virus im Blut praktisch nicht mehr nachzuweisen. Ich musste ja früher, bis in den 90ern waren es bis zu 12 Tabletten nehmen. Und die haben einen so umgehauen, man konnte den ganzen Tag gar nicht mehr planen. Man lag fast nur flach mit Kopfschmerzen, mit Magenproblemen, Übelkeit, gebrochen. Und das ist wirklich heute so eine Erleichterung mit dieser einen kleinen Tablette, die wirklich das Leben retten kann. Wer wie Thomas F. sein Medikament regelmäßig nimmt, bei dem besteht keine Gefahr mehr, dass er die Krankheit weitergeben kann. Das Bild vom ansteckenden AIDS-Kranken hat sich gewandelt. Ich merke das selbst in meinem Freundeskreis. Man achtet nicht mehr so darauf, ob man aus demselben Glas trinkt oder solche Dinge halt, die im Alltag passieren. Ist viel, viel einfacher geworden. Welche Neuigkeiten gibt es im Kampf gegen HIV? Fast jeden Monat geht Thomas F. zu seinem Arzt in die HIV-Ambulanz in Koblenz. Dort weiß er sich bei Dr. Ansgar Rieke in guten Händen. Der Arzt behandelt ihn schon, seit er infiziert ist, seit fast 30 Jahren. Er hat mit ihm alle Höhen und Tiefen durchgemacht. Heute weiß man, dass es wichtig ist, möglichst früh nach Feststellung der Infektion Tabletten zu nehmen. Früher haben wir gewartet, bis die Immunlage des Körpers einfach schlechter geworden ist mit den Helferzellen. Das tun wir heute nicht mehr, sondern wir behandeln sofort dann, wenn die Diagnose HIV gestellt worden ist, und versuchen dann mit einfacher gewordenen Tabletten die Therapie zu beginnen, weil dann die Immunsituation des Körpers und die Gesundheit einfach besser erhalten bleibt. Seit Oktober gibt es in der Apotheke HIV-Selbsttests für zu Hause. Das soll die Hemmschwelle senken, sich testen zu lassen. Ein Pieks in den Finger reicht und 10 Minuten später zeigt der Test, ob man HIV-positiv ist. Derzeit leben in Deutschland etwa 13.000 Menschen, die infiziert sind, ohne es zu wissen. Warum ist der Selbsttest in die Kritik geraten? Kritik daran ist, dass derjenige, der sich einen Test holt, oft ganz alleine mit dem Testergebnis ist. Ich erinnere mich, wie ich damals erfahren habe, dass ich positiv bin. Man hat mir 4 Jahre zum Leben gegeben. Wenn ich in der Situation alleine gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ich auch Selbstmordgedanken gehabt. Außerdem, es ist möglich, dass der Selbsttest auch falsch positive Ergebnisse anzeigt. Die trügerische Sicherheit solcher Tests birgt die Gefahr, die Krankheit zu unterschätzen. Denn trotz aller Fortschritte in der Bekämpfung des Virus bleibt AIDS eine ernste Erkrankung, die ohne Einnahme von Medikamenten immer noch tödlich endet. Wann wird die Krankheit HIV besiegt sein? Obwohl das HIV-Virus in Thomas F.'s Körper nicht mehr nachzuweisen ist, hat es sich tief in den Erbinformationen seiner Zellen festgesetzt. Einzig seine Medikamente verhindern, dass es wieder in sein Blut gelangt. Ein Etappensieg. Aber wird es eines Tages eine Behandlung geben, die das Virus nicht nur in Schach hält, sondern es komplett aus Thomas F.'s Körper vertreiben kann, so dass er nie mehr Medikamente nehmen muss? Nach heutigem Kenntnisstand ist eine HIV-Therapie eine lebenslange Behandlung, mit der man normal alt werden kann mit HIV. In 10, 20 Jahren mag es sein, dass wir HIV eliminieren können, wieder aus dem Körper herausbekommen. Im Moment ist es noch ein Traum, aber träumen darf man ja. Fazit: Eine HIV-Infektion ist heute kein Todesurteil mehr. Vieles hat sich im Umgang mit der Erkrankung und für die Erkrankten verbessert. Dies birgt die Gefahr einer trügerischen Sicherheit und dass die Krankheit leichtfertig unterschätzt wird.